Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Shattered World. So, bevor wir jetzt hier weitermachen, ich habe schon mal ein bisschen ausgebaut. Ich wollte aber noch in die Richtung weitergehen, wirklich, dass das hier unter dem Komplex ist. Wir brauchen Energiekabel. Wieso brauchen wir Energiekabel? Naja, ich habe keinen Bock weiter die Energiekabel von Buildcraft zu benutzen. Ich bin immer noch kein richtiger Freund von Buildcraft. Deswegen möchte ich auf die Ender-Eye-Teile gehen. Das heißt, wir werden Eisen brauchen. Ja. Willkommen bei dem Mod Betalex von Olli82. Kleiner Spaß mittlerweile hier. So, das kommen wir jetzt erstmal hier rein. Dab und dab. Einmal. So, einmal kurz so ausgehustet. Was ist hier los? Oh. Kann ich mitbekommen, dass hier jemand draufgekommen ist? Ja, wir benutzen jetzt einmal ganz kurz hier die Energiereserven von der Basic Capacitor Bank. Wir könnten in der Zwischenzeit ja schon mal anfangen mit dem Conduit Binder. Da brauchen wir zwei Sand, Art Gravel und ein Clay. Grout haben wir, das ist sehr schön. Das haben wir. Brauchen wir nur noch das Clay fixe. Und so wie das aussieht, haben wir gar kein Clay. Kleiner Abspacker wieder. Haben wir echt nirgendwo Clay? Hier haben wir zwei Pöpelchen, das reicht doch schon mal. So. Binder Composite. Vergessen. Den Browser wieder mal zu muten. So. Dann noch einmal kurz aushusten. So. Ich hoffe, dass ihr das nur noch eine Folge aushalten müsst. Was haben wir hier? Ja, die wollten wir dann morgen machen, ne? Boy. Wobei ich ganz ehrlich bin, das hier ist schaffbar. Das ist richtig schaffbar. Aber naja. Das muss jetzt echt, also mein neues Metall, ja gut. Dann ist das no problemo. Dieses Conductive Iron legen wir schon mal so aus. Schmeißen das Zeug hier schon mal rein. Und ich glaube, wir bauen dann einfach. Ja, bauen dann hier schon mal ein bisschen weiter. So. Das kann ja mal weg. Wie sieht das? Boah, ey. Alter. Wie sieht das aus mit Obsidian? Ja, müssten wir wirklich am besten über die Smeltery herstellen. Das Bronze ist fertig, das machen wir gleich. So. Ja, ist wunderbar. So. Dann einmal hier was zugebaut. Da kann man später immer noch was reinbauen. Was ich mal ganz kurz schauen wollte, Pyrophium. Könnten wir herstellen, wie kriegen wir das im Magma Crucible 250 in der Smeltery 100. Wollen wir das eingehen?
wäre eigentlich schon bald für Jahr. Wir haben nicht genug Sulfur, ne? Mist. Dann vergiss es. Oder gibt es einen guten Weg an Sulfur, das zu kommen? Über Nether, Wien. Na. Ja, gut. Gut, das ist fertig. Dann kommt das da rein. Den Furnace Generator holen wir dann schon mal raus. Den stellen wir hier dann so als Knotenpunkt hin. So. Bauen dann hier auch schon mal ein bisschen weiter aus. Ich hatte mir halt überlegt, dass wir das dann so machen, dass hier dann die Erze so weit hinkommen. Also die Erze-Sieberei. Ne? Das heißt, hier müssten hier ein Fackelchen. Nicht so verwechseln mit einem Fackerchen. Wieder ein Slimeball. Dann einmal flupp. Gravel bis zum geht nicht mehr. Oh, ich vergesse dann auch, dass wir jetzt ein Checkpad haben. Das ist so ungewohnt noch. So. Ich muss jetzt auf jeden Fall auch wieder ein bisschen ans Let's Play rankommen, weil ich habe das Gefühl, ich kommentiere jetzt noch weniger als vorher. Und wenn das wirklich so ist, dann bitte ich dies zu verzeihen. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen raus, muss wieder reinkommen. Sehr schön. Haben wir. Und wir können auch noch nachmachen. Du bist voll der Nachmacher. Ja, ich hab dich auch nicht. Nur dich. Niemand anderen. So, die Basic Capacitor Bank wollte ich schon da wieder hinpacken. Einmal warten, bis der Server wieder wach ist. So. Dann die Maschinen, die wir wieder wollen, wie die Sormel. Ein Pulverweiser auf jeden Fall. Die zeigt der Gesammler, packe ich da nochmal weg, ne? Die brauchen wir ja gerade nicht. Oh, hier müssen wir halt ausleuchten. So, dann machen wir jetzt erstmal weiter. Thermionic Fabricator, weil wir da schon mal was bekommen, was wir brauchen werden. Und zwar zwei Machine Frames, die ich mir momentan nicht entgehen lassen möchte, weil die in gewissem Maße noch teuer sind, sage ich jetzt mal. Sturdy Casing. Eine Chest, das ist kein Thema. So, dann war das 4 Gold, genau. Flup und flup. Naja, fast. Und dann hier 3 Glas. Und wir haben den Thermionic Fabricator. War das schon die ganze Quest? Jawohl, das war sie schon. Wir kriegen mal 4 Tiengears. Warte mal. 4 Tiengears. Ah, nee, warte mal. Genau hier gab es die scheißen Dreck. So.
Den Thermionic Fabricator können wir da aber dann trotzdem mal anschließen. Wobei ich aber noch sagen würde, wir machen noch einen Schalter da dran. Genau. Sollte man immer dran machen, weil dieser kleine Kamerad hier verbraucht auch RF, wenn er es gar nicht verbrauchen soll. Nehme gerade auf circa halbe Stunde. So. Ein Automatic Sieve nehmen wir mal. So gut. Freund von mir hat mich gefragt, ob wir gleich zusammen eine Runde Minecraft spielen, also Vanilla. Ich habe gerade so ein Gratis-Film geschenkt bekommen. Und naja, ja, schon mal spielen. Lassen wir mal. So, jetzt soll ich mal schauen. Eins der Kohle, wie viel gibt das da drin? Können wir es mal erlauben? Ja. Ja. Das gibt's ja schon was. Wenn wir dann jetzt noch mit Holz arbeiten und einfach da reinschmeißen. Ja, das wird auf jeden Fall was geben. Es müsste, wenn ich mich gerade nicht vertue, 160.000 RF geben. Lass wir den einfach mal arbeiten. So, dann würde ich jetzt einfach mal sagen. Igneous Extruder, wir werden nicht drum rumkommen, wir müssen mal anfangen. Wir werden 6 Koppelgis. Nee. Nein. Oder? Wollen wir dann machen? Ja, wir machen 6 Koppelgis. Vier, acht, 16, 24, genau. Dann einmal Wubi, Flubi, Dubi, Rubi, Schubi, Du. Dann für die Machine Frames werden wir 'Schließen wir dann doch nochmal an. Zack. 13 Minuten, okay. Wow. Good job, Dosh. Zack. Die tun wir mal hier mit hier rein. Den Pulverizer lassen wir mal da. Wir brauchen dann auf jeden Fall hier die Claypans. Ich weiß jetzt einfach mal ins Deck rein, ganz ehrlich. So, wir werden nicht großartig verarbeiten müssen. Ich möchte jetzt einfach komprimiert dann in ein Drawer-System reinschmeißen. Warum komprimiert man in ein Drawer-System? Ganz einfach, weil wir das dann einfach in die per Pulverizer Redstone Furnace weiterverarbeiten lassen können. Oder wenn wir das... Oh, ich muss mal schauen, wie wir das machen. Wenn wir das wie bei Infinity Skyblock machen, dann du. Ich glaube, ich habe da schon eine Ahnung, wie wir das machen. Ja.
Wow, ich habe da sonst noch nichts in Ahnung, aber davon was, ne? Und hier diese Sachen kommen mal mit hier rein. Zack. Sehr schön, immer ein bisschen Ordnung schaffen. Ich freue mich schon richtig auf meine neue Internetleitung, wenn ich anfangen kann zu streamen. Vielleicht nehme ich heute Abend sogar noch eine Runde Infinity Skyblock auf. Damit es da auch mal weitergehen wird. Ich möchte nämlich mal damit dem Projekt langsam fertig werden. Aber ich glaube, ich bin ehrlich, das ist glaube ich das Projekt, was bei mir momentan das meiste Potenzial hat. Was heißt das meiste Potenzial? Wo ich meiner Meinung nach am besten bin. Und damit meine ich wirklich von allen Projekten bisher. Also wirklich alle Projekte, die ich jemals aufgenommen habe. Zwar nicht, die ich jemals aufnehmen werde, aber... was ich da teilweise raushaue, ich bin da echt beeindruckt von mir selbst. Ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass ich mich mal wirklich wieder an die IC2-Reaktoren rantraue oder... Was haben wir noch krasses gemacht? Ja, die Soda Panels da, so viel Iridium, wie wir da schon haben. Wow, da kommt gut was drüber. Ich weiß nochmal nach. Sehr schön. Ja, da kommt schon gut was drüber. Gibt es keine bessere Möglichkeit, hier an die Metallplatten zu kommen? Da machen wir Verlust. Die Gears sind durch, okay. Claypan rein. Das war doch so, oder? Ich fall immer wieder drauf rein, ne? Das ist echt legendär. So, ein Stack Iron. Krass. Wir könnten die theoretisch gesehen noch was höher bauen, ne? Oder je nachdem breiter, muss ich mal schauen. So. Nehmen wir das Zeug mit. Flop, 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 flop. Und so wie viel Prozent ist es falsch? Rot, blau, grün, gelb. So. Ah, 25% waren richtig. Ist eine halbwegs gute Rate. Ich sagte halbwegs. So. Hier, ich schmeiß mal noch was Zeug rein. Meine Marble behalten wir, dann machen wir jetzt schon den Boden richtig rein. Ich wäre auch, glaube ich, sogar schon dafür, dass wir nicht so was Übertriebenes aufbauen wie bei Infinity Skyblock für die Erze. Weil ich genau weiß, dass der Server hier nicht durchlaufen. Okay, der läuft durch, aber die Chunks sind nicht geladen. Das heißt im Klartext, wir werden offscreen kaum Kerzen. Hallo Kerze. Ja, Freund. Okay, muss ich jetzt richtig sagen. Freund von mir. Heißt Kerze oder nennt sich Kerze. Aber ich bezweifle, dass er meine Videos schaut. Und wenn doch, wieso schaust du dir die Scheiße an? Nee, Spaß beiseite. So.
Ey, ich habe schon lange, länger nicht mehr gehustet, oder? Freut mich gerade richtig. Okay. Holz. Wie sieht das damit aus? Das kannst du vergessen. Ja, das kannst du vergessen. Aber auf jeden Fall, der ist ja auf jeden Fall schon mal viel besser als alles andere, was wir bisher hatten. Wie teuer ist denn ein Lava Generator? Schaffbar. Wir müssen halt nur QD. Ah ne, QD ist nicht. Je nachdem würde ich mal sagen, dass wir die Lava-Produktion ein bisschen ausbauen. Ich frage jetzt nicht, was das soll. Ne, wie kriegen wir das Lava? Ja, Lava Bucket, Lava. Ja, gut, darüber, über Bienen. Was haben wir noch? Magma Crucible. Ja, gut, das muss jetzt wirklich sein. Das war's. Wow. Wie sieht denn das hier mit Solar aus? Nur der und der ist schätze ich teuer. Joa. Nee. Was haben wir noch für Gen? Ja gut, wir werden auf den Trans Generators dann glaube ich dann doch gehen. Ich hatte gehofft, irgendwie was anderes nehmen zu können, weil Trans Generators machen jetzt schon Baker, Butze, Oddi, Street. Hier die vier aus der Ecke, die Bremer Stadtmusikanten. Ne, die haben ja jetzt schon Advanced Generator. Hatte gehofft, dass ich da ein bisschen rumkomme, dass wir nicht zweimal das gleiche sehen müssten, aber naja. Dann muss ich das leider auch machen. Weil es ja momentan als effektivstes so anscheinend gilt. Wie sieht das aus mit dem Eisen? Sehr schön. 16 Iron Frames. Glas und das. So, mal schauen. Was brauchen wir jetzt alles? Wir brauchen auf jeden Fall zwei Pulverizer für Gravel. Ein für Sand. Warum zwei für Gravel? Weil ich einmal Gravel für Gravel sehen möchte, einmal für Weiterverarbeiten zu Sand und dann ein als Abfallprodukt für das wird auch gesiebt. Dementsprechend dann drei Igneous Extruder. Auto. Wie hieß das Teil jetzt nochmal? Autopackage, ja, genau. Ne, da brauchen wir keine davon. Ja, dann brauchen wir 6 Stück. Also 3 Pulverizer und 3 Igneous. Pulverizer. Igneous. Schreibe ich mir so auf, dann weiß ich, wofür ich hier die habe. Jeweils.
3. Ja, so weiß ich auf jeden Fall, was ich damit vorhatte. Weil die Folge ist jetzt auf jeden Fall auch schon rum. Schon ein bisschen länger. Ich habe es heute ein bisschen länger gemacht als kleine Entschädigung, würde ich es jetzt mal nennen. Machen wir auf jeden Fall mal hier fertig. Gut, ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir sehen uns dann in einer weiteren Folge. Bis dahin, hasta la vista, adieu, etc. Au revoir und bis bald.